Gib mal einen Ball! Junge, was ist denn mit dir los, Lukas? Nicht gefrühstückt oder was? Lukas, bleib lieber bei den Free Kicks. Bitteschön. Super. Der Adidas Predator Pro ist definitiv einer der bekanntesten Handschuhe und wird von Manuel Neuer getragen. Er kostet UVP ca. 110 Euro und wir haben ihn natürlich ohne Fingersafe getestet. Als erstes ist zu sagen, der Handschuh besitzt einen Negativ-Cut, was für ein sehr eng anliegendes Gefühl sorgt, so als wäre der Handschuh eine zweite Haut. Obwohl der Handschuh sehr eng anliegend ist, kommt man trotzdem gut in ihn rein, dies liegt am flexiblen Material. Man hat auf jeden Fall keine Probleme damit, im Handschuh zu rutschen oder ähnliches. Über die Bandage kann er auch ganz gut festgestellt werden, allerdings ist diese sehr lang und man braucht etwas länger beim Zumachen, das ist aber nur eine kleine Sache. Wie schon angesprochen, ist das Material sehr eng anliegend, dadurch hat man ein sehr direktes Gefühl für den Ball. Sehr direkt ist es auch beim Fausten, was an einer sehr geringen Dämpfung liegt. Wer mehr Sicherheit beim Fausten benötigt, könnte hier nicht ganz zufrieden sein. Was den Grip angeht, hier ist der Predator Pro absolut zuverlässig und sehr stark. Auch bei Regen kann man wirklich auf den Handschuh vertrauen und hat keinerlei Probleme. Die Haltbarkeit des Belags ist wie bei vielen Handschuhen schlecht und schnell abgenutzt, dafür halten die Nähte auf jeden Fall sehr, sehr souverän. Kommen wir zum Fazit. Der Predator Pro wird nicht ohne Grund von den besten Keepern der Welt getragen. Er ist kurz zu beschreiben mit den Worten absolut zuverlässig und brutal. Wir bewerten den Handschuh mit 9,5 von 10 Punkten, da der Belag vor allem für den Preis etwas länger halten könnte. Das Problem haben aber auch sehr viele andere Handschuhmarken. Ansonsten ist es ein überragender Handschuh, den man auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!